Bei E-Mountainbike-Kollegen habe ich schon die lustigsten Sachen gesehen, wie sie ihre Kette versuchen zu schmieren. Da wird extra ein Ständer mitgenommen oder das Rad wird verkehrt rum mit dem Lenker in den Dreck gestellt. Die Problematik ist folgende: Beim E-Mountainbike, wenn man hier die Kurbel rückwärts dreht, bewegt sich die Kette nicht. Wenn man sie vorwärts bewegt, na, dann fährt einem das Mountainbike weg. Auch nicht so ideal zum Schmieren. Ja, es ist in Wirklichkeit ganz einfach. Man hält das Mountainbike hier, setzt die Flasche an, dreht und schmiert. Ich kann das Öl wunderbar dosiert hier aufbringen. So, dann drücke ich die Flasche nicht mehr zusammen, es kommt nichts mehr raus. Ich nehme es unten an der Kettenstrebe und wiederhole das. Schmier mal ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ich kann das sehr, sehr exakt schmieren. Zurück. Indem ich eben mein Rad hier hinaufhalte, dass ich das Rad frei drehen kann. Und da das hier mein Fixpunkt ist, kann ich hier wirklich auf Millimeter genau das Flascherl ansetzen. Ja, sobald ich die Flasche nicht mehr zusammendrücke, kommt auch nichts raus. Kette fertig geschmiert. Das Abwischen der Kette funktioniert genauso. Ist jetzt ein bisschen früh, sie jetzt gleich abzuwischen, sollte man an sich einwirken lassen. Aber damit man es gleich sieht, ich setze hier einfach einen Fetzen an und drehe. Ja, und habe sie wunderbar abgewischt. So einfach geht das.